Jimmy's ring we're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Schon wieder. Konntest du ihn kommen? Hör auf mit der Scheiße! Dieses Scheißfernsehen taugt sowieso nichts! Weg! Na? Na, Friedrich? Oh, Knoblauch. Hast du wieder mit deinen Kameltreibern essen? Oh, Prost. Na? Raus aus der Pechsträhne? Nee, du, nee. Pech in der Liebe, Pech im Spiel. Oh, hast du nicht einen heißen Tipp für mich? Doch, vielleicht. Hier. Was ist das? 4 waren aber von gestern, da müssen wir abbauen und zahlen. Kann ich mal telefonieren? Klar. Hier. 2. Nee, guck mal hier, Beke. Ja. Den Wichste. Schimanski. Schimanski! Ja, notieren Sie mal die Nummer, ja? Guck mal, hier. Das ist die 34875. Ja, 75. Hier bin ich die nächste Stunde zu erreichen. Was? Pegel Ruhrort, Dammstraße. Ach nee, Kinder, wirklich, hört auf. Also gut, ja. Ja, schickt mir einen Wagen. Setz mal im 2. Rennen Beke auf Sieg. Sag mal ruhig. Nein, nicht Sie. Ja, wie üblich, Bierquelle. Beke auf Sieg. Komm. Im 2. Rennen. Ach, hör doch auf mit Beke, der alte Zossen. Der fängt doch wieder an zu galoppieren. Du bist besser, weil es dann, dann kann ich gleich mein Geld versaufen. Du, vielleicht sollte ich es mal beim Galopprennen versuchen. Entschuldigung, darf ich mal? Guten Abend. Entschuldigung. Lass mich mal vorbei.
denn der Tote? Drüben auf dem Schiff. Bitte, Gelbert, geht es Sie zurück. Ich glaube, ich habe einen Belgen. Marschmann, Menschenskind, mal wieder Polizeifunk abgehört, was? Hauen Sie ab! Bei mir hat Ihr Schnierblatt verschissen. Wieso lasst ihr den Karl überhaupt durch? Ich war aber glücklich. Vraiment, excusez-moi. Du legst dich schon wieder mit ihm an. Komm, hör auf. Ja, ich weiß. Ich sehe schon das Bild in der Zeitung von diesem Arsch. Szymanski vor der Leiche. Doppelpunkt. Ratlos. Da unten bei den Steinen hat die Spurensicherung ein Messer gefunden. Erstochen. Erstochen, ersoffen. Was weiß ich, oder beides. Aber der ist doch nicht von alleine hochgekommen. Dazu war er noch zu frisch. Der hing irgendwie in einem Tau. Ja, was heißt irgendwie? Mit dem Fuß in einer Schlaufe. Na also. C'était ici. Ce câble pendait dans l'eau. J'ai vu un pied du mort dans un nœud. Et puis j'ai téléphoné à la police. Was? Also es war da, das Seil hing im Wasser und der Fuß in der Schlaufe, was ich gesagt habe. Und dann hat die Polizei gerufen. Monsieur, quand êtes-vous arrivé ici? Samedi, Monsieur le Commissaire. Samstag ist er hier. Ja, du, so blöd bin ich auch nicht. Vous avez aperçu quelque chose extraordinaire sur le quai, des bruits, des cris, quelque chose comme ça? Non, 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 rien, rien d'extraordinaire, pas de cris, Monsieur, rien. Ja, der hat überhaupt nichts gemerkt. Der kann doch wieder losfahren, oder? Die Typen auf den anderen Schiffen wissen nichts, null Ahnung. Dann lässt du jetzt schön die Adresse von dem Herrn geben und dann gehst du zum Hafenmeister und lässt dir sämtliche Schiffsbewegungen von gestern Abend aufschreiben. Wo wohnen Sie? Das ist ein Franzose, du Knallkopf. Au revoir. Bonne, nouvelle. Vous lui donnez votre adresse et puis vous pouvez partir. Merci, Monsieur le Commissaire. Monsieur. Bon, Strasbourg-Neudorf. Wo fährt denn das Schiff jetzt hin? Rhein-Rhône-Kanal, nach Marseille. Straßburg. Lyon. Marseille. Verdammt nochmal, ich will auch mal wieder weg. Dann spar doch mal dein Geld und verzock's nicht immer. Ich geh jetzt was essen. Schönen Abend noch. Das ist jetzt schon die vierte Brandstiftung in diesem Monat in Rheinhausen. Wo diesmal? In welcher Straße? Kronprinzenstraße. Aha. Jetzt ist er in Friemersheim. Wieso? Was meinst du denn? Ja, ist doch klar. In Burgheim hat er angefangen. Dann ist er über den Heckenweg nach Schwarzenberg. Schließlich die Scharnhorststraße. Jetzt die Kronprinzenstraße. Das hat doch Methode. Dem gehe ich doch mal nach. Warst du schon in der Hafenmeisterei? Nee, hab ich keinen Bock drauf. Immer muss ich euren Laufburschen machen. So ist das nun mal, Herr Schubert. Ein ausgesprochen schlampiges Protokoll. Wird aus einem fahrenden Wagen auf einen Türken geschossen. Ist jetzt fast eine Woche her. Ich verstehe nicht, warum wir das erst jetzt kriegen. Die Straßen haben Sie wenigstens notiert. Ich kümmere mich drum. So, und nun zu dem Toten aus dem Ruhrorter Hafen. Die Fingerabdrücke sind registriert. Heinz Petschek, 32 Jahre alt, ledig, Binnenschiffer. Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung. Weshalb? Hat vor dem Puff in der Altstadt einen Polizisten verprügelt. Haben Sie sich um eine Nutte gestritten? Horst, setz dich jetzt bitte irgendwo hin. Entschuldigung, ja? Entschuldigung, Herr Königsberg, Entschuldigung. Die Tatwaffe war mit großer Wahrscheinlichkeit das am Ufer aufgefundene Messer am Griff. Spuren von nicht identifizierbaren Fingerabdrücken. In der Lunge des Toten war Wasser, hat also noch gelebt, als er ins Wasser fiel. Der Tod trat Samstagabend zwischen 20 und 0 Uhr ein. Wir sollten versuchen herauszubekommen, wann und wo der Tote Muscheln gegessen hat. Dann lässt sich der Zeitpunkt des Todes näher bestimmen. Blutergüsse und Prellungen weisen auf eine Schlägerei hin, die er unmittelbar vor seinem Tod hatte. Polizeilich gemeldet war in Ruhrort Landwehrstraße. Horst, dein Milieu. Was willst du denn? Ist deine Mama da? Papa, da ist ein Mann, der will Mama sprechen. Meine Frau ist nicht da. Mein Name ist Szymanski, Kriminalpolizei. Na, kann ich reinkommen? Ich hab nur ein paar Fragen. Na bitte, wenn es sein muss.
Ja. Wieso denn Kriminalpolizei? Was wollen Sie denn von meiner Frau? Na, bitte hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Was hat sie denn angestellt? Die ist vor ein paar Wochen abgehauen und na, ich sitze jetzt da mit den Kindern. Patrick? Wieso Patrick? Verdammt, Mann, du hörst doch mal auf und räum deine Spielsachen auf. Ist Ihre Frau mit Patrick weg? Patrick. So blöd ist die doch nicht. Du weißt doch ganz genau, dass der sie nach einer Woche wieder sitzen lässt. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber der Patrick, Mensch, der Patrick, der ist doch hier gemeldet. Ja, schon, aber... Weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Der ist seit einem halben Jahr nicht mehr hier gewesen. Sie wissen nicht, wo Ihre Frau ist, Sie wissen nicht, wo Patrick ist. Aber dass die beiden nicht zusammen sind, das wissen Sie ganz genau. Das verstehe ich nicht. Irgendwas stimmt dabei nicht. Ich hole einen Lappen. Ja, okay. Du verpfeif dich mal. Sag mal, Herr Losse, haben Sie sich mal mit Patrick geprügelt? Was wollen Sie denn überhaupt? Sie sehen doch, dass ich die Kinder am Hals habe. Ich komme da gar nicht aus dem Haus. Ich mich mit Patrick prügeln. Gegen den habe ich doch gar keine Chance. Da geht's noch mal zum Popinka. Mit dem seiner Frau hat Patrick zuletzt gevögelt, aber der Spaß da ist ihm vergangen. Der Popinka, der lässt sich das nicht gefallen. Ja, da gehen Sie doch mal hin, da fragen Sie doch mal den. Da müssen wir nur die Straße da runter gehen, in der Dammstraße da runter. Dammstraße? Welche Hausnummer? Weiß ich nicht. Also, drei, vier Häuser vom Anker. Ja, werde ich schon finden. Pass mal auf. Ich gebe Ihnen jetzt mal meine Nummer. Falls Ihre Frau auftaucht, vielleicht können die uns noch was sagen, dann rufen Sie mich an. Vom Präsidium. Patrick ist nämlich tot. Hm. Ermordet. Hör doch mal mit dem Kram auf! Ermordet? Wie gut kannten Sie den Patrick? Ja, der Hans ist mal mein Freund gewesen. Ach so. Also wenn dir noch was einfällt, dann rufen Sie mich an. Hey, wo wollen Sie denn hin? Frau Popinga? Nee, Popinga. Was wollen Sie denn? Kann ich mal Ihren Mann sprechen? Mein Mann? Der ist drüben, im Anker. Was gucken Sie denn so blöd? Naja, ein Knutschfleck ist es nicht. War das wegen Patrick? Jetzt geht's Ihnen feuchten Dreck an. Haben Sie allerdings recht, Frau Popinga. Nee, Popinga! Wo ist denn der Anker? Da links rum! Was, du fährst auf dem neuen Tiger? Ich bin auf dem alten gefahren. Weißt du noch, Lido, wie ich hier angekommen bin? Im nassen Overall. Und sonst nix. Und die Gummistiefel voll Wasser. Da war der alte Tiger abgesoffen unten im Hafen. Wer ist denn da jetzt Schiffsführer? Der krumme Karl. Oh Gott, der krumme Karl? Der fährt ja nur besoffen. Ich komme ganz so gut zurecht mit ihm. Habt ihr euch mal den Korn von den Ludwig angeguckt? Er will verkaufen für 250.000. Das kannst du vergessen. Da musst du noch mal das Doppelte reinstecken. Lilo, schick noch mal eine Runde Korn rüber. Ein noch, dann gehst du noch aus. Weiber. Vom Saufen wird's doch nicht besser. War der Heinz Patrick Samstagabend hier? Patrick? Heinz?
Der war hier, aber nur ganz kurz. Der ist nicht mal dazu gekommen, seine Muscheln aufzuessen. Der hat's ja wirklich warten können, bis er seine Muscheln aufgegessen hat. Poppinger? Dann haben Sie sich mit Petscher geschlagen. Ich hab mich nicht mit ihm geschlagen, ich hab ihm eine in die Fresse gegeben. So eine blöde Frage. Wer bist du überhaupt? Kriminalpolizei. Mag keine Bullen. Heinz Petschek ist tot. Poppinger, bitte kommen Sie mit aufs Präsidium. Nein, nur mal langsam. Was wollen Sie denn Jan da anhängen? Ich will niemandem etwas anhängen. Ich will nur, dass er mir ein paar Fragen beantwortet. Ohne Anwalt sagst du nichts. Fragen Sie doch. Nee, mein Junge, nee. Meine Fragen stelle ich nicht hier. Pass auf, Jan, du hast so viel getrunken. So. Ich muss Ihnen das vorlesen, bevor Sie es unterschreiben. Wenn etwas nicht stimmt, dann sagen Sie es gleich. Am Samstag kam ich gegen 21 Uhr in die Gaststätte zum Anker. Ich war nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit meiner Frau sehr erregt. An einem Tisch saß Heinz Petschek, der Anlass für den Streit mit meiner Frau war. Der Anlass für den Streit mit meiner Frau war. Anlass? Nein, der Artikel steht im Nominativ Singular und das Relativpronomen. Nee, Anlass. Der Anlass für den Streit mit meiner Frau war. Nee. Ich habe auf ihn eingeschlagen. Petschek konnte sich losreißen und ist davongelaufen. In der Nähe der Hafenmeisterei habe ich ihn an der Anlegestelle eingeholt und so lange auf ihn eingeschlagen, bis er zu Boden ging und nicht mehr aufstand. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe... Hör auf! Schrei mich nicht an, ja? Nach Hause gegangen vielleicht, ja. Aber vorher haben die Petschek ins Wasser geschmissen. Nee, hab ich nicht. Was rede ich für einen Scheiß hier? Nicht den Ton, bitte, ja? Also nicht den Ton. Na? Schon mal gesehen? Nee. Dann schauen Sie sich doch das Messer mal genauer an. Nee, ich kenne ihn nicht. Natürlich nicht. Dann schreibt das noch dazu. Ich habe das Messer nie gesehen, es gehört mir auch nicht. Stimmt das so, Herr Poppinger, nicht? Ja. Ja. Mensch. Mach alleine weiter. Mein Kollege, Herr Poppinger, der ist eben so. Das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Sie doch sicher auch. Schubert. Herr Schubert, noch zwei Kaffee, bitte. Ich hoffe, Sie haben da keinen Fehler gemacht mit dem Messer.
Sind Sie noch ganz dicht? Aber das ist doch... Stecken Sie sofort die Waffe weg, Herr Schubert. Entschuldigung, Herr Kommissar. Na? Dann haben Sie doch wirklich einen Fehler gemacht, Herr Poppinger. Nehmen Sie doch wieder Platz, bitte. Frau Poppinger? Ja, was waren Sie denn schon wieder? Entschuldigung, habe mich vorhin nicht vorgestellt. Szymanski, Kriminalpolizei. Am Polyp? Dann haben Sie meinen Mann verhaftet. Ja, nicht verhaftet. Er ist zu einer Vernehmung mit aufs Präsidium gegangen, ne? Schließlich hat er sich mit Fletcher geprügelt. Na ja, und? Deswegen hat er ihn nur noch lange nicht umgebracht. Das sage ich ja auch gar nicht. Aber ich will was über Fletcher wissen. Sie kennen ihn doch ganz gut, oder? Ja. Ja, ne? Muss doch nicht jeder hören, was? Nein. Na ja, denn... Kommen Sie mal mit. Darf ich Ihnen das abnehmen? Wollen Sie was trinken? Einen Kaffee? Oder vielleicht ein Bier? Ja. Ja, was denn? Ein Kaffee oder ein Bier? Also, wenn schon Bier, was? Jan, das ist aber auch ein Idiot, ist das. Erst hat er mich verprügelt, dieser Hornochse. Und dann geht er auch noch rüber in die Kneipe und verdrischt den Heinz. Danke. Ja, und? Aber was ist nun mit dem Heinz? Ja, gut. Ich hab mit dem Petschek was gehabt, ja und? Ich möchte was wissen, warum sich die Kerzen da so aufregen. Wir lassen doch unterwegs auch nichts anbrennen, oder? In anderen Nacht, da schleppen sie in der Tittenbar die Weiber ab. In Düsseldorf ist es die Wichsbürst. Und über Kadentrecht, da will ich mich gar nicht mehr aufregen. Da hat er mir nämlich einen Tripper mitgebracht. Ich habe vorhin noch mit einer Freundin telefoniert, die hat nämlich völlig recht. Am liebsten würden die uns in der Wohnung einschließen, wenn die unterwegs sind. Damit man ja nicht mal in eine Kneipe geht. Machen Sie das mit Ihrer Frau auch so? Nee. Sehen Sie. Ich bin Junggeselle. Ach so. Für Sie haben's gut. Aber unser Eins, der soll nur zu Hause sitzen, Staub wischen, Fernsehen und sich höchstens mit dem Wackelpeter begnügen. Na, ist doch so, oder? Sagen Sie mal, wie ist denn das mit dem Heinz passiert? Tja, wissen wir leider auch nicht so genau. Gerade dem muss das passieren. Gerade dem Heinz. Der hat nicht nur in den Kneipen gehockt und über die blöde Schifffahrt gelabert. Nee, der hatte was im Kopf. Der wusste Bescheid. Der hat sich auch um die Hintergründe gekümmert. Und wissen Sie... Wenn man dem was gesagt hat, der konnte auch zuhören. Wissen Sie, Herr Szymaniak, sonst sind wir doch nur dazu da, um euch zuzuhören. Das ist doch so, ne? Da habt ihr Männer das Wehwehchen und das Wehwehchen. Aber so richtig unterhalten tut ihr euch doch mit uns nie. Wissen Sie, da war der Heinz anders. Ich meine, mein Mann, der Jan, das ist ja ein lieber Kerl. Aber dass man mal miteinander geredet hat, sich so richtig unterhalten, nee, nie. Und seit 3 Jahren will der mit dem Saufen aufhören. Prost. Hm? Ja? Trinken wir nur einen? Naja, einen noch, ne? Naja, okay. Noch einen.
Das Messer, das Sie da weggesteckt haben, gehört das Ihrem Mann? Was für ein Messer? Ach so, das da, ja, ja. Muss ich leider wieder mitnehmen. Und wieso? Damit wurde Hans Petschek erstochen. Was? Was haben Sie da gesagt? Ach, deswegen sind Sie hergekommen. Sie Schwein, Sie! Sie wollen mich benutzen, meinen Mann reinzureißen. Meinen Sie, das wollte ich einmal im Leben tun? Sie Schwein! Raus, Sie Polyp, Sie dreckiger Bullen! Scheiße! Tja, Herr Schimanski, der Fluchtversuch, das Messer wurde als seines identifiziert, das reicht für den Haftbefehl. Für die Verhandlung allerdings, da brauchen wir mehr. Ja, ist mir klar, Herr Staatsanwalt. Danke. Ja, Sie entschuldigen mich. Herr Schimanski! Das muss man sich mal vorstellen. Da müssen die Türken, auf die geschossen worden ist, die Patronenhülsen selber zur Wache bringen, damit die Ermittlungen überhaupt in Gang kommen. Und dann haben die Kollegen eine Zeugenvernehmung gemacht, die ist geradezu weltmeisterlich. Und jetzt ist natürlich alles zu spät. Da kann sich keiner mehr genau erinnern von den Türken. Der eine sagt, es ist ein roter Ford Escort, der andere ein grüner Audi. Also so kann ich das der Fahndung nicht übergeben, Herr Königsberg. Da verschluckt sich der Computer. Wie ist denn gelaufen, Horst? Ach du, wie zu erwarten war. Es war sein Messer. Er hatte ein Motiv. Er war zu der Zeit am Tatort. Gibt auch alles zu. Und was stört dich denn? Du... Die Bullen sind schon wieder da. Guck dir das doch an. Haben Sie gestern erst den Jan weggeholt? Jetzt sind Sie hier schon wieder am Schnüffeln. Was wollen die denn überhaupt von dir? Das soll ich holen, nur. Schmeckt einem ja der Mittag nicht mehr. Was? Ja? Das ist ja ganz normal. Ich glaube. Was ist denn? Das ist ja furchtbar, sowas. Der Jan, der kann doch gar nicht umbringen. Was ist das für eine Verrücktheit, dass man meinen Freund Jan verhaftet hat? Fragt auf den Bullen da. Horst, lass uns gehen, hier gibt's Ärger. Ja, hoffentlich. Dann kriegen wir am ehesten was raus. Was fällt dich ein, meinen Freund Jan zu verhaften? Lass mich los. Lass mich sofort los. Mein Junge, komm, wenn du Prügel willst, hier ist noch ein Bulle. Gut. Gottverdomme. Sie können doch nicht einfach der Jan verhaften. Können es gut. Wir mussten. War doch sein Messer, mit dem Petschek umgebracht wurde. Nein. Ja. Sein Messer. Ja. Und jetzt kommst du. Das ist aber schlimm. Ich kenne der Jan schon, seit er so groß war. Als Kinder haben wir manchmal geangelt in einen Kanal. Er auf der deutschen Seite und ich auf die holländische. Und nach dem Krieg habe ich ihm immer Schokolade geschickt. In ein kleines Segelschiff hinüber. Der macht keinen Menschen tot. Das weiß ich. Wenn Jan mal jemand erschlägt bei seinen Kräften, das ist doch drin. Aber dann nicht mit dem Messer und dann auch aus Eifersucht. Deswegen bringen die sich doch nicht um. Irgendjemand hat Petschek umgebracht. Hatte er denn außer mit Poppinger noch mit jemandem Streit? Der Heinz, der war hier sehr beliebt. Naja, ne Windhund war er schon, aber ein Charmanter. Du musst es ja wissen, Lilo.
Was muss ich wissen? Nix weiß ich. Leider. Er hat mich auch nicht gewollt. Ich war einfach nicht sein Typ. Dich kriegt doch jede Nacht ins Bett, wenn ich will. Aber ich will nicht. Wissen Sie, die Kerle sollen sich nur nicht so aufregen. Die sollen sich mal lieber um ihre Frauen kümmern. Die waren doch hinter dem Heinz hier, nicht umgekehrt. Ach, und sie hat er nicht gewollt? So komisch. Verstehe ich aber nicht. So war der Heinz. Wir wissen viel zu wenig über Patrick. Wir müssen uns mehr um den Toten kümmern. Entschuldige mal, wir? Ich habe auch noch was anderes zu tun. Na, scheiß auf deine Türken. Du hast mir gesagt, da kommst du sowieso nicht weiter. Na, du musst mir jetzt helfen, du. Die Poppingen habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Gut, dann erklär du das im Königsberg. Ja, den Klops mache ich schon klar. Herrn Petersen. Wen? Petersen, den Partikulier. Was wollen Sie denn von ihm? Sein Schiff soll hier liegen. Komm nachher zu Herrn Früh. Worum geht's denn? Ich bin Partikulier Petersen. Ach so. Kriminalpolizei, wir kommen wegen Heinz Petschek. Er hat doch lange bei Ihnen gearbeitet, nicht? Ja, über 5 Jahre. Na, er war doch Ihr Steuermann. Ja, der Beste, den ich je hatte. Über so eine lange Zeit immer auf dem Schiff, ja? Wenn man so zusammenhockt, dann lernt man sich doch kennen. Mhm. Dachte ich auch. Ich hab wirklich gedacht, ich kenne ihn gut. Aber dann hört er plötzlich auf, von einem Tag auf den anderen. Moment mal, was denn? Er hat gar nicht mehr bei Ihnen gearbeitet? Nee, vor einer Woche hat er aufgehört. Aber davon hat er keinem was erzählt. Die Leute im Anker haben gesagt, dass er bei Ihnen ist. Vielleicht war es ihm peinlich. Der Heinz hat bei mir alles gehabt. Meine Frau hat für ihn gewaschen, hat ihn gekocht. Er musste nicht mal was dafür bezahlen. Und außerdem war doch schon alles abgemacht. Nächstes Jahr sollte er das Schiff übernehmen. Ich hätte es ihm auf Leibbrände gelassen. So künstlich wäre er nie an ein eigenes Schiff gekommen. Und da waren Sie ganz schön sauer. Klar, das war das erste Mal, dass wir überhaupt Streit gehabt haben. Da war er wie ein Sohn für mich. Lässt er mich plötzlich im Stich. Aber irgendetwas muss doch da gewesen sein, was er so plötzlich gekündigt hat. Nö. Ich weiß nicht, kein Grund. Seine Sachen sind noch alle da, was soll ich damit machen? Verwandte hatte er keine. Was denn, deine Sachen sind noch da? Na, die schauen wir uns mal an. Hier kann man es doch aushalten, oder nicht? Der Heinz, der hat da immer viel gelesen. Dann hat er mir politische Vorträge gehalten. Das war das Einzige, worüber wir uns eine Wolle gekriegt haben. Aber Petersen, vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten sich nie gestritten. Ja, nur über Politik, war doch nichts Ernstes. Trotzki, Stirner, Rosa Luxemburg. Also Lehrer wäre damit nicht geworden. Hier. Türkisches Wörterbuch. Konnte Petschek Türkisch? Der war auch mal in der Türkei gewesen. Überall. Heinz ist viel rumgekommen. Er konnte Geschichten erzählen. Das verstehe ich nicht. Der haut bei Ihnen ab und lässt seine ganzen Sachen da. Ich auch nicht. Er hat zwar gesagt, das ist nicht für lange beim Wittinger. Er käme wieder zurück, aber das habe ich ihm auch nicht mehr geglaubt. Gerade beim Wittinger. Schlimmer hätte ich mich gar nicht kränken können. Wittinger, Moment mal, das ist ja nur wieder Wittinger. Er hat sich das modernste Einraumschiff gekauft. Aber das war schon immer ein Angeber. Ein Känguru. Große Sprünge, nichts im Beutel, aber auch gar nichts. Na, dann fassen wir mal rein, was? Vielleicht ist da doch was dran.
Schiffbruch. So, sieht man mir das an? Na, eigentlich nicht. Petschek. So, dann erzählen Sie mal, was Sie von ihm wissen. Ja? Szymanski, Mordkommission Duisburg. Sie kommen wegen Petschek, hä? Was wollen Sie denn? Sie haben doch Ihren Mörder. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber ich will noch was über Petschek wissen. Kann ich Ihnen nicht viel sagen. Wir sind erst eine Woche hier an Bord gewesen. Deswegen kommen Sie hierher? Am Freitag bin ich sowieso wieder in Duisburg. Man muss die Gelegenheit nützen. Ja, so häufig komme ich auch nicht auf den Rhein. Wie haben Sie sich denn so mit Petschek verstanden? Gut, der Mann konnte arbeiten. Aber davon hat er kein eigenes Schiff gekriegt. Eigenes Schiff? Sie meinen doch nicht den Kahn von Petersen. Petschek war nicht blöd. Eine größere Reparatur und der wird nur noch für die Schulden gefahren. Den fahrt er auch für die Schulden, oder? Den Binnenschiffer möchte ich sehen, der sein Boot bar bezahlt hat. Ich habe gehört, dass Sie sich ganz schön übernommen haben. Wer hat das gesagt? Petersen? Känguru. Ja, Känguru. Hat er gesagt. Große Sprünge. Und nichts im Beutel, hat er gesagt. Der alte Knacker. Neid. Purer Neid. Diese alten Partikuliere. Für die ist der Zuchter längst abgefahren. Was soll das überhaupt? Also, wenn Sie Fragen zu Petschek haben, dann stellen Sie die. Ich fahre auf Prämie, ich hab's eilig. Schöner Beruf, den Sie da haben. Wirklich. Immer auf dem Wasser. Das ist ein Job wie andere auch. Also, was wollen Sie wissen? War Petschek schon an Bord? Nee. Schulz war an Land, Petschek war an Land. Ich wäre selber gern gegangen. Aber einer muss an Bord bleiben. Nehmen Sie Ihre Finger da weg. Ja, so ein Ding ist teuer. Komm, Szymanski. Wir sind gleich in Emmerich. Sie fahren in den Zollhafen. Wieso? Hat Ihnen das mein Kollege nicht gesagt? Petschek hat Haschisch geschmuggelt. Der Zoll wird Ihr Schiff durchsuchen. Rauschgift? Auf meinem Schiff? Leider ja. Das dauert doch Stunden, bis das durchsucht ist. Ich verliere meine Prämie. Dann können wir leider nichts dran machen. Nein, sicher. Wenn es um Rauschgift geht. Doch! Petschek war hinter Hasche, hat der Bootsmann gesagt. Und dann hat Petschek auf dem Schiff nach was gesucht. In Rotterdam ist er den Wittinger hinterhergeschlichen. Also irgendwas muss auf dem Schiff los gewesen sein. Ihr habt nicht zufällig einen Schluck rum an Bord? Doch, unten, aber nur für Notfälle. Ja, das ist ein Notfall. Ja, Tanner, ich bin's. Hast du schon was vor? Dann lade ich dich zum Essen ein. Du kannst das Restaurant aussuchen. Was? Nein, aber nein, gesoffen wird heute nicht. Ehrensache. Na klar, okay. Ja, bis gleich. Gut.
Morgen. Was? Morgen. 3,5 Minuten, Herr Szymanski. Ist das recht so? Könntest du deinem Freund nicht mal sagen, dass er mit seinen Übernachtungen hier in der letzten Zeit etwas übertreibt? Das finde ich nicht. Ich schon. 900 Mark für so einen jungen Akademiker-Möbel. Also, muss eine alte Frau lange für stricken. Also geht sie überhaupt nichts an. Sylvia. Ich kann hier in der Küche frühstücken. Für dich. Na, ich geh schon. Ja, Tanne? Nein, ich bin nicht erkältet. Zwei Pullen in der Wohnung, das ist mir zu viel. Sylvia! Ach. Sylvia! Nein, 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 wir kommen jetzt sofort, Herr Königsberg. Königsberg. Der Klopp ist natürlich wieder als Erster im Büro. Der Zoll hat in Petscheks Kabine 500 Gramm Haschisch gefunden. Wisst ihr, das ist ein Spitzenreiter. Über die Losse steigt er, über die Pomminger steigt er. Lilo überspringt er. Einen politischen Tick hat er auch. Das Haschisch bringt er da wieder hin, wo es herkommt, nach Holland. Und ermordet wird er von so einem Außenseiter wie diesem Pomminger. Eifersucht. Eins stimmt schon mal nicht. Petschek hat das Haschisch von Rotterdam hierher gebracht. Aber dann ist er umgebracht worden, bevor er den Schied verkaufen konnte. Sehr guter Einwand, Herr Tanner. Also ich übernehme keine Verantwortung. Das brauchen Sie auch nicht. Herr Pomminger scheint ein Problemfall zu werden. So. Und wie sehen Ihre Problemfälle aus? Nun, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Dafür bekommt der Pomminger 2 bis 4 Wochen verschärften Arrest. Dann kloppt er sicher die Arrestzelle zusammen. Also wieder Beruhigungszelle. So etwas endet meistens in der Psychiatrie. Herr Szymanski, wollen Sie lieber erstmal hier durchziehen? Ich bin nicht im Zoo, machen Sie auf. Schlüssel. Ich wollte Sie schon grüßen. Von Ihrem Freund Henk. Henk der Holländer. Hm? Der mit den kleinen Schiffchen. Die Tür bleibt offen. Fühlen Sie sich, okay? Können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Kennen Sie Wittinger? Hat er was mit Rauschgift zu tun? Nee, glaube ich nicht. Wir haben in Petscheks Kabine auf Wittingers Schiff Rauschgift gefunden. Wieso Wittinger? Heinz fährt doch bei Petersen. Nein. Kurz vor seinem Tod hat er bei Wittinger angefangen. Aber deren Rauschgift? Nee. Ich kenne nur einen, der es da geraucht. Wolf.
Wolf hat immer Probleme im Zoll. Vielleicht hat der Heinz ihm was mitgebracht. Er selbst auch das Zeug nicht. Wolf? Wer ist ein Wolf? Artikulier. Fährt auch mal rein, Wolf. Grüßen Sie den Henk. Na, wo hast du deinen Pappkarton? Schön, dass du deinen Humor nie verlierst. Was willst du denn überhaupt hier? Na, dich abholen. Die Frau Losse ist bei ihrem Alten in der Wohnung. Was willst du von Frau Losse? Na, die suchst du doch. Ach. Du willst doch was über Petschek wissen. Vielleicht weiß die was. Ich hab doch eine ganz andere Spur. Die bringt uns vielleicht weiter. Wolf, Wolf, Wolf. Was war's mit diesem Wolf, du? Fahr mich zur Hafenmeisterei. Nein, wir fahren zuerst zu Frau Losse. Mutter, du, hä? Wie hast du es geschafft, den Richter rumgerickt? Hast du denn auch noch gebumst, hä? Hier, schaut euch die Malerwachmeister, die kriegt auch noch die Kinder. Du, ja, hä? Hast du doch ruhig. Nee, du, also das Elend sehe ich mir nicht an. Popping erreicht mir. Wenn du rauf bist, bitte. Du bist so abgehauen. Und ich hab die Kinder gehabt und die Kinder, die bleiben hier. Ja, lasst ihr, Sie wissen, wie sein Gesichtsbeschluss aussieht. Gehen Sie in Ihre Wohnung und halten Sie sich ruhig. Und Leute, du! Ich bin Christian Tanner und arbeite bei der Kriminalpolizei, Frau Losse. Ich würde mich gerne mit Ihnen über Heinz Petschek unterhalten. Bitte jetzt nicht. Sie sehen ja, ich muss mich um die Kinder kümmern. Ich kann Ihnen jetzt wirklich nichts sagen. Ich habe den Heinz auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Es tut mir wirklich leid. Er war ein feiner Kerl. Feiner Kerl, du Nutte! Herren, solche Weiber, die kriegen doch noch die Kinder zugesprochen! Sie halten sofort Ihren Mund! Sie gehen jetzt besser, Frau Losse. Die Kollegen haben ja Ihre Adresse. Willst du mich jetzt zum Hafen? Harley. Das ist eine lahme Krücke. Aber so eine wollte ich immer haben. Tja, Herr Szymanski, so ist das nun mal. Plötzlich ist man Bulle geworden. Hey, hey, Pfoten weg da! Ist das Moped vom Chef? Ja, na und? Wo ist der Chef? Kriminalpolizei, Mordkommission. Oh. Nennen Sie endlich Mord jetzt? Hinter jedem Steuern Toter. Strafen Sie die Konstrukteure. Verstehen Sie eigentlich kein Deutsch? Er hat Sie was gefragt. Wo ist der Wolf? Was weiß ich, wo der ist. Na, heute Abend sind wir alle in der Wolfsschlucht. Da ist Wolf auch da. In der Wolfsschlucht? Verdient er da den Shit, den euch Petschek mitgebracht hat? Freizeit, der Kommissar. Naja, wenn einer kein Scharfschütze ist, der schießt mit Schrott, schießt er. Sie kannten Petschek? Flüchtig, Herr Mordkommissar, flüchtig. Aber nun hat ihn ja der große Steuermann zu sich gerufen, wie man hört. Ich bin fertig. Ich meine, ich lege ab. Bis heute Abend. Das gibt bestimmt Ärger. Herr Logo, was glaubst du? Ist doch klar. Die freuen sich da schon drauf. Ein bisschen Bullen streicheln. Hey, Friedrich!
eine Chance, das kannst du doch mit dem alten Mann nehmen. Entschuldige, Opa. Was heißt hier Opa? Du kennst doch meine Frau. Wie ist es denn gestern gelaufen? Warum bist du denn nicht gekommen? Beke auf Sieg, hab ich dir doch gesagt. Na, sag bloß, der alte Zossen hat was gebracht. Eine dolle Quote. Ach, du Scheiße. Also das nächste Mal steige ich ganz groß ein oder ganz groß aus. Du, wir müssen weiter, du bist bald, ja? Tschüss, 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 Opa. So. Ist das dein Nobel-Italiener hier? Na klar, drei Sterne, Bruder. Hot Ketchup, Curry Ketchup, Ketchup pur. Und Parkplatz vom Haus. Und alle drei Wochen Ölwechsel, ne? Ace! Jimmy! Tato! Ja, pass mal ein bisschen auf hier, ja? Sonst gibt's heute aufs Maul. Vorsicht, Rolli. Wenn der hinlangt, dann kann ich dich hier dazwischen packen. Bei Curry mit Pommes und Mayo. Für mich bitte ohne Mayonnaise. Sag mal, hast du sie jetzt wegmachen lassen? Hä? Ach nee, du, nee, ich habe mit dem Spezialisten geredet. Das bringt nichts. Er gibt mir einen ganzen Urlaub flöten. Er muss es also Pünktchen für Pünktchen wegmachen, verstehst du? Er muss es also quasi raustanzen. Um Gottes Willen, Shelly, lass sie bloß drauf. Das ist sowieso das Zweitschönste an dir. Und was ist das Schönste? Seine blauen Augen. Königsberg, bitte. Ach, wirklich, Jimmy. Lass die Tätowierung da, wo sie ist. Wir provozieren keinen Ärger. Wir passen schon auf. Sag Königsberg nicht von der Wolfschlucht. Mach sie wieder in die Hose. Du hast eine Tätowierung. Und was für eine. Ein wahres Kunstwerk. Deshalb gehst du nicht mit Schwimmen. Oh, Jimmy, deswegen brauchst du dich doch nicht zu genieren. Was ist es denn? Nacktes Mädchen? Oder ein Segel? Kinder, nur hört auf. Also wirklich, ja. Mach die Würstchen klar und schick sie rüber. Ach so ist das. Er schämt sich. Er will nichts mehr von früher wissen. Auslöschen, wegmachen, was? Nee, Jimmy. Ich bin zwar auch solide geworden, aber was wir früher zusammen losgemacht haben, da stehe ich zu. Das ist Jimmy aus Homberg, den hättest du mal sehen sollen. Dagegen siehst du aus wie ein Klosterschüler. Naja, komm, mach mal eine Cola fertig. Ja. Königsberg meint, wir sollten Wolf besser vorladen. Doch, und der Klopf meint, der Junge kommt dann auch, was? Ja. Komm. Du gibst vor. Wenn ich gewinne, zeigst du mir dann deine Tätowierung? Gewinnst du sowieso nicht. Weg, 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 weg! Eine Tätowierung kriege ich auch noch zu sehen. Verlass dich drauf. Und beim Flippern hätte ich auch was geschafft. Fast, fast, mein Junge, fast ist noch nicht ganz. Komm, steig ab, die steht hier nicht. Lass mich drauf. Komm. Wolf da? Wo ist Wolf? Mann, was willst du denn von dem? Hey, sei doch ein bisschen artig, Mike. Das sind keine Bengals. Das sind Shelleys. Wir möchten Herrn Wolf sprechen, und zwar eilig. Dann fährst du am Film ein Ei aus. Hör mal, wenn deine Alte zu Hause genauso flott durchziehst, dann hat die aber nicht viel davon. Hör mal, ey, Manieren hast du wohl auch keine, wa? Man geht doch nicht einfach in Kneipen und fragt Leute aus, oder? Sie! Der hat mich aus seiner Schüssel geschlabbert. Hey, Leute, wisst ihr, was ich glaube? Die zwei Vögel hier, die mögen uns nicht besonders, wa? Ja los, hau nur um, dein Arsch! Wann beißt du dir eine Wahl, die Säcke? Schmeiß doch raus, die Scheißbuben.
Hat er rumstecken oder was? Da ist sowieso nichts drauf. Zieh nur die Socken aus. Da. Schlabbern. Na los, komm, komm, komm. Hey, da werden wir Brüder. Das glaube ich nicht. Dazu sind Sie mit einem zu niedrigen IQ zur Welt gekommen. Wow, das hat der Wolf gesagt. Hey, Wolf! Zur Sache! Was haben Sie mit Patrick am Hut? Raus bist du. Nimm den Stock weg. Du, da pissen gerade ein paar Punker in den Tank von deinem Motorrad. Was ist los? Gute Teamarbeit. Ich bin's. Schade, dass so viel Intelligenz bei der Polizei verkommt. Jeder bleibt auf seinem Platz. Hände über den Kopf! Schweine! Hände über den Kopf! Ich hätte die Autobahn! Du auch! Hände über den Kopf! Fass mich nicht an! 2 Gramm. 150 Mark Geldstrafe. Das kann leicht noch teurer werden. Das habe ich mir doch gleich gedacht, dass es Ärger gibt. Ich erwarte umgehend Ihren Bericht. Du hast die Scheiße gebaut. Und du bringst sie zu Papier. Schluss für heute. Es kommt sowieso keiner mehr. Dann kann ich mein Bier wenigstens noch austrinken. Du kriegst sogar noch eins, wenn du willst. Schließ jetzt ab.
Onkel Schimanski. Goldenstraße. Entschuldige, ich muss den Bus nehmen. Ich dachte, du wärst mit dem Fahrrad gekommen. Du warst überhaupt nicht zu Hause, Schimanski. Dafür haben sie mich um 7 Uhr rausgeklingelt. Da drüben hat er gelegen. Kinder haben ihn gefunden. Bisher noch nicht identifiziert. Südländischer Typ, 30 bis 40 Jahre alt, erschlagen, seit etwa 5 Tagen tot. Aber der Fundort ist allem Anschein nach nicht der Tatort. Irgendjemand muss ihn dort abgeliefert haben. 5 Tage. Das könnte die Nacht von Samstag auf Sonntag gewesen sein. Hä? Ja. Bei wie vielen Morde haben wir denn in Duisburg im Jahr? Weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls in dieser Nacht 2, wenn es dieselbe Nacht war. Petschek. Das ist mir auch schon eingefallen, du Frühaufsteher. Aber Petschek wurde erstochen und der hier erschlagen, bevor ihn einer auf den Müll gekippt hat. Mensch, wäre ich doch bloß im Bett geblieben. Du, was soll ich mir hier noch anfrieren? Nee, kann er irgendwann, nimm du das mal. Ja, du, das bringe ich nicht. Das bringe ich wirklich nicht. Naja, du. Wer steht denn hier seit 7 und friert? Ich! Ich hab keine Lust mehr, Schimanski. Mich ständig um den Scheiß anderer Leute kümmern zu müssen. Und jetzt fängst du auch noch an. Was ist denn jetzt überhaupt mit diesem Wolf? Den können Sie getrost vergessen, Herr Schimanski. Er hat den ganzen Sonntagabend in der Wolfsschlucht gesessen und auf den toten Petschek gewartet. Das heißt, auf das von Taschisch. Ja, das ist doch was. Haschen tut er aber morgen nicht. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer der Tote ist. Holzfällerjacke. Originalimport aus Kanada. Gibt's nicht überall zu kaufen. Hier. An Rücken und Ärmel Spuren von Bleimänningen. Hatte der Tote auch am rechten Handbein. Das Zeug wird heute nicht mehr viel verwendet. Kunststoffgrundierungen sind besser. Hose. Riviera, Billigware gibt's in jedem Kaufhaus. Aber hier, an den Hosenaufschlägen, Spuren von Sulfaten und Fluoroboraten. Fluoro was? Fluoroborate sind Salze der Fluoroborsäure und finden hauptsächlich in der Galvanotechnik Verwendung. Also Verzinnung, Verchromung, Veredelung. Sie müssten sich da mal umsehen. Sind nicht allzu viele Betriebe. Ja, ja. Hier, das könnte Ihnen auch weiterhelfen. Der Mann war in ärztlicher Behandlung. Verätzung am Fuß. So eine Verätzung merkt man nicht gleich. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn Sie Gummistiefel tragen und leiden unter Schweißfüßen, dann werden Ihre Füße immer ein bisschen jucken. Läuft mal etwas Säure hinein, juckt es auch. Aber den Schaden merken Sie erst, wenn Sie die Stiefel ausziehen. Und dann ist es zu spät. Tja, das ist ja erst einen Monat her, seitdem er bei uns angefangen hat. Aber überhaupt, woher soll ich Herrn Schellig kennen? Ich sitze ja im Büro. Ach, Herr Müller? Herr Müller, mit Herrn Schellig ist etwas passiert. Was denn?
Er ist tot. Kriminalpolizei. Sie der Chef hier? Ja. Was ist mit dem Schellig? Ermordet. Wir müssen mit seinen Kollegen sprechen. Mit wem hat er hier zusammengearbeitet? Ali. Ali Engin, unser Vorarbeiter. Wir haben jetzt Feierabend. Sie besorgen mir sofort die Personalakte von Schellig. Ali? Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Da holen Sie doch mal die anderen Kollegen zusammen. Ja, sofort. Kommandant, Herr Karl! Ich spreche kein Deutsch. Was wollen Sie denn? Ah, das ist der Spinn von Mehmet Çelik, nicht? Ja. Hat der Çelik mit den Leuten hier mal Streit gehabt? Ist Ihnen da was aufgefallen? Streit? Das gibt's immer mal. Aber nichts Besonderes, meinen Sie, ne? Keine heftigen Auseinandersetzungen oder so. Ich weiß es nicht. Aber doch bestimmt mal was wegen Frauen, ne? Ich weiß auch nicht. Ich kenne ihn noch nicht lange. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Am letzten? Am letzten, ich glaube, ja, letzte Woche am Donnerstag oder sowas. Er ist gerade gestiegen. Verzeihen Sie mir, Herr Kommissar, Sie haben natürlich recht, die Sache durchsuchen von Herrn Çelik. Aber können Sie mir sagen, worum es geht? Çelik ist ermordet worden. Ermordet? Allah Kreis. Sie suchen seinen Mörder, ja? Natürlich, ich kann für ihn behilflich sein. Aber was kann ich für Sie tun? Nicht gesund, aber gut verdienen. Ja, ja, das ist ja schön. Aber Sie arbeiten doch hier zusammen. Und da verschwindet plötzlich einer Ihrer Landsleute. Und Sie merken nichts davon? Nichts verstehen. Ich nichts Deutsch. Hast du noch was? Ich hab doch gesagt, Sie können kein Deutsch sprechen, Herr Kommissar. Herr Müller. Ja? Herr Müller, wie verständigen Sie sich eigentlich mit den Leuten, wenn die kein Deutsch reden? So ein bisschen können die alle. Und der Ali Engi, der spricht ja fast perfekt. Ist gut. Brauchen Sie nicht mehr. Herr Müller, was ist denn das für ein Typ? Er ist in Ordnung. Fast wie ein Deutscher. Alle Achtung, Herr Müller. Ja. Brauchen Sie mich noch? Zunächst nicht mehr. Besorgt mir einen Dolmetscher. Und dann knöpfe ich mir die Türken noch mal vor. Genau. Und dann fragst du sie, ob sie Petschek kannten. Wegen des türkischen Wörterbuchs. Richtig. Und jetzt setz mich am Anker ab. Zu Lilo? Ja. Mach ich nicht. Na, Szymanski, Sehnsucht. Nee, du, nee, Arbeit. Hast du den schon mal gesehen? Ein Türke. Nee, Türken kommen hier eigentlich nie rein. Handelt sich um Petschek. Er muss irgendwas mit den Typen zu tun gehabt haben. Das stimmt. Der Petschek war mit einem hier, mit so einem Jans Langen. Der hier war 1,80 Meter. War? Ja, er ist tot. Deswegen sieht der Dümpel so komisch aus. Doch, doch. Da hinten in der Ecke haben sie gesessen. Irgendwas hat er mir hinterher noch erzählt. Aber ich weiß nicht mehr so genau. Da ging um die Gewerkschaft, das war so ein Kram. Ne? Aber ich habe nicht so genau hingehört. Politik interessiert mich ja nicht. Ein Bier? Nee, du nicht. Na denn? Ein Kuss. Du spinnst, komm. Friedrich? Ja, Szymanski, du musst mir jetzt helfen. Nein, so wetten will ich heute nicht. Es geht um was anderes. Ich habe hier einen toten Türken. Er muss ein Gewerkschaftler gewesen sein. Du gehst ja mit dem Typen immer essen.
Ja, du, meiner heißt Schellig Mehmet. Herrje, Mehmet Schellig. Hast du schon mal gehört? Hier mal. Tag, Friedrich. Na, tschüss. Schimanski. Kermann. Sagt dem Erkan Bescheid. Ja. Der Erkan ist in der Gewerkschaft. Von daher kennt er Chedi. War mit ihm befreundet. Ja, gehst du was haben? Nee, du, nee, kann ich einen Magenbitter kriegen? Erkan, wie da könnte ich ja gerne wissen. Das ist Erkan Gün aus Schimanski. Guten Tag. Bleib mein Magen, bitte. Hier ist ein türkisches Restaurant, Herr Schimanski. Wir trinken nur Rakı hier. Du, hier will dich keiner vergiften. Ja, Herr Gün, der Friedrich hat mir gesagt, dass mir vielleicht... Friedrich hat mir gesagt, dass mir vielleicht was über Mehmet Schellek sagen könnten. Es geht um Waffenschmuggel. Waffenschmuggel? Ja. Wir bekommen einen Hinweis auf eine Lieferung. Auf mich war schon mal geschossen worden. Mit der Polizei konnten wir nicht rechnen. Also versuchten wir es mit unseren Mitteln. Mehmet Çelik kriegte raus, dass die Waffen aus Rotterdam auf den Rhein kommen sollten. Wir kannten eine deutsche Schiffe. Das war Petschek. Ja, er hat auf dem Schiff angeheuert. Ja, ich weiß, bei Wittinger. Ja, ja. Ja, und hat er was rausgekriegt? Wir wissen es nicht. Es muss beim Schiff gegangen sein. Wir waren am Sonnabend hier verabredet und Petschek kam nicht. Mehmet wollte ihn suchen. Seitdem haben wir nicht mehr gesehen. Mhm. Wann war denn das? Gib mir. Um 11. Um 11? Da war Heinz Petschek schon tot. Demek Petschek öldü. Weitjan. Ich entschuldigen Sie, aber ich muss was Genaueres wissen. Wer hat denn die Waffen überhaupt bestellt? Mehmet ließ ihn eine Galvanisierbetrieb anstelle. Dort arbeitet einer, der den Waffenschmuggel organisiert hat. Wie heißt denn der? Ali Engin. Ali? Ali Engin, genau. Den kenne ich. Komm, Horst, jetzt wollen wir erst mal was essen. Nachher könnte ich ja dann weiterreden. Komm. Und ich bringe sie in der Küche. Kommt hier rein. Wie das lecker riecht. Aufpasst, bak bu Herr Schimanski. Yemeklerin tadına bakmak istiyor. Hoş geldiniz. Abi söyle, şey var. Fasulye çorbası. Suppe. Bohnensuppe. Burası sadece. Pilaki abi, bugün yaptım. Bohnen mit Olivenöl. Mit Knorr. Ja, muss ich auch noch probieren. So ist es. Ja. Dolma abi. Gefüllte Weinblätter. Da gut. Ohne Knorr. Pass doch mal auf. Mach doch mal von allem etwas. Und das für uns zusammen. Ja? Ich zahle dann, ja? Okay? Das ist gut.
Kriminelle Vereinigung, Brandstiftung. Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Mordversuch. Und. Bevor Sie aus der Zelle kommen, haben Sie graue Haare. Sie werden doch nur benutzt. Also für wen wollen Sie ins Gefängnis gehen? Wer gibt euch das Geld? Und wer besorgt euch die Waffen? Herr Schubert, was gibt's? Der grinst nicht so, komm her! Pack aus. Meine Herren, das war's für heute. Kommen Sie bitte. Kommen Sie. FN, 9 mm. Und davon 19 Stück. Habe ich im Zimmer von Ali Engin gefunden. Unterm Fußboden. In wessen Zimmer? Von Ali Engin! Ja, und sonst? Kein Hinweis auf Wittinger? Nee. Wieso? Wir haben jetzt die Waffen. Also, wer hat euch die besorgt? Tanner! Mensch, die haben auf mich geschossen! Horst, der beißt sich eher die Zunge ab, ehe der an den Ton sagt. Sie bringen mich noch zum Reden! Das verspreche ich Ihnen! Jetzt ist hier Feierabend, Horst. Wo gehen Sie jetzt hin? Du kannst heute nicht schon wieder mitkommen. Wegen Sylvia. Habe ich was gesagt? Nein, ich meine ja nur. Gute Nacht. Wittinger ist in der Patchek hier. Er sieht, wie Poppingern verprügelt, findet das Messer und nutzt die Gelegenheit. Stopp. Wie ist denn das mit Selig? Wie passt denn der da rein? Selig sollte herausfinden, wann und wo die Waffen übergeben werden. Pistolen waren ja nicht für eine Zimmerdekoration, nicht? Die sollten ja eingesetzt werden. Und genau das wollten die Jungs von der Gewerkschaft verhindern. Horst, Fakten! Mensch, die beiden waren am Samstagabend verabredet. Aber Petsche kommt nicht. Weil Wittinger ihn umgebracht hat. Ja, richtig, ja. Und da geht Celek alleine aufs Schiff und das war unvorsichtig. Und da bringt Wittinger ihn auch um? Wittinger oder Ali Engin und da beide zusammen. Sehr dünn, Horst. Ja, was heißt denn dünn? Dünn? Vielleicht ist es im Detail anders gewesen, aber die Richtung, die stimmt doch. Wittinger hat für Ali Engin die Waffen besorgt, hey? Und die beiden, die waren ihm im Weg. Ja, bitte? Guten Tag. Ich möchte gerne Herrn Szymanski sprechen. Was? Losse, was machen Sie denn hier? Na ja, Sie wissen doch, meine Frau und das Gericht ist... Das hat nun die Kinder... Was habe ich denn damit zu tun? Also dafür bin ich nun wirklich nicht zuständig, ja? Gehen Sie zum Jugendamt oder sonst wohin, aber... bitte lassen Sie mich jetzt damit in Ruhe, bitte, ja? Fantana, sag doch auch mal was. Entschuldigen Sie, Herr Losse, aber Ihre Privatangelegenheiten sind wirklich Ihre Sache. Wir haben uns hier um wichtigere Dinge zu kümmern. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist nun wirklich ein trauriger Fall. Ich habe zwar selbst keine Kinder, aber das ist echt scheiße. Entschuldigung. Also weiter, Wittinger ist klar, oder? Die Richtung. Mag ja stimmen, aber du kannst Wittinger ja nicht mal den Waffenschmuggel beweisen. Weißt du, wir haben die Aussage von Erkan Gün. Horst, das reicht doch nicht mal für einen Durchsuchungsbeschluss. Und dann wird Erkan Gün von Ali Engins Leuten unter Druck gesetzt und zieht seine Aussage zurück. Und er hat viele solcher politischer Freunde, der Ali Engin.
Der ist doch längst in der Türkei. Den fassen wir nicht mehr. Und deswegen schnapp ich mir jetzt Wittinger. Quatsch, den halten wir in der langen Leine. Lass ihn doch ruhig nach Rotterdam fahren. Jeder Schritt von dem wird überwacht. Also entschuldigt, Freunde, aber ihr... du gehst mir auf den Geist. Wo ist Wittinger? Nicht an Bord. Er ist vor einer halben Stunde weggefahren. Ja, wohin? Sie haben mir doch gesagt, ich soll auf keinen Fall hier weg. Ja, ja. Okay, gehen Sie essen. Da hauen Sie ab. Scholz. Entschuldigung, ich bin's. Wollte Sie nicht erschrecken. Wo ist denn der Wittinger hin? Weiß ich nicht. Ja, aber der muss jeden Moment kommen. Wir laufen sowieso um 7 Uhr aus, ne? Wir wissen jetzt, was Petschek hier gesucht hat. Jo. Waffen. Waffen? Oh, der feine Herr Wittinger. Also manchen Leuten ist wirklich kein Geschäft so dreckig. Sag mal, was ist denn das hier? Ist das Flyman hier? Ja, ja, ich hab da noch ein paar Eimer günstig bekommen. Da wissen Sie halt Plastikzeug, das gefällt mir nämlich. Ja, das ist richtig, ja. Haben dann letzten Wochenende ja auch was gestrichen? Wochenende? Ja, am Samstag war das. Am Samstag im Maschinenraum. Ja, komm, da zeig ich mal die Stelle. Schauen wir mal mit. Kommen Sie mit Stelle, lass mich doch nicht. So, kommen Sie mit. Hier geht's runter. Aber passen Sie auf Ihre Knochen auf. Keine Sorge, das bin ich schon. Nee. Hier. Das ist doch die Wand. Wieso? Das ist doch keine Bleimann hier. Doch. Ja, wieso? Drunter. Ja, ich hab doch mit der Bleimann hier grundiert. Und wie er dann trocken war, bin ich mit der anderen Farbe drüber gegangen. Oh, da hätte ich das nicht machen sollen. Ach doch. Wo kann ich denn hier telefonieren? Ja, oben im Warenstand. Was wollen Sie denn schon wieder? Der Wagen wird nicht verladen, der Wagen bleibt oben! Ach, was soll der Quatsch? Runter mit dem Wagen! Der Wagen bleibt oben! Der soll nämlich untersucht werden. Oder haben Sie die Leiche mit einer Taxi zur Schutthalde transportiert? Welche Leiche denn? Oh mein Gott! Ja! Ja, seid ihr schwerhörig oder was? Der Wagen kommt da oben hin und das ist eine polizeiliche Anordnung! Ist das klar? Zwei Stunden habe ich dran gepinselt. Ja. Alles ist vergänglich. Habt ihr was gefunden? Nee. Ach. Das lasse ich mir nicht bieten. In einer Stunde laufe ich aus. Das glaube ich aber nicht, Herr Wittinger. Hier läuft nichts mehr aus. Das ist illegal. Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl. Beschluss, Herr Wittinger, Beschluss. Das heißt Durchsuchungsbeschluss, ja? Und außerdem ist der Wisch schon unterwegs. Noch nicht. Also wenn ihr nicht findet, mache ich weiter. Und ich finde bestimmt was. Verlasst euch drauf. Ich glaube, du spinnst wirklich. Hier, vom Staatsanwalt bist du abgesichert. Aber ich stehe nicht dahinter. Du musst mir nicht sagen, das weiß ich. Mich interessieren die Hintermänner verdammt normal. Und die sind jetzt gewarnt. Diskutiert wird später. Schimanski. Ja? Du machst einen Fehler. Und weißt du warum? Nein. Weil du den Fall jetzt persönlich nimmst. Deswegen. Danke. Irgendwas muss doch da sein. Am Montag hat er die letzte Rate eingezahlt. Sie hätten ihm sonst das Schiff gepfändet. Vielleicht Geld aus einer Vertragsfirma. Nee, nee, nee. Ach. Überweisung nur.
Aber wer hat wahr? Ja, das ist doch schon was. Sie müssen wohl überall mit, hä? Ich gucke Ihnen schon nichts weg, Herr Wittinger. Wo ist denn Wittinger? Ich weiß jetzt, warum Sie es gemacht haben, Herr Wittinger. Ja, wegen der Schulden. Kleines Geschäft mit Waffen, plötzlich sind es zwei Morde. Lächerlich. Absolut lächerlich, Herr Kommissar. Was ist mit den Spuren aus dem Auto? Geben Sie uns hier sofort Bescheid. Die müssen doch im Labor schon was rausgekriegt haben, das gibt's doch nicht. Nein. Haben Sie auch schon, Herr Schimanski? Was? Die Bleimännige auf dem Schiff hat dieselbe Zusammensetzung wie die an Celliks Leiche. Und in der Männige haben Sie Fasern gefunden von Celliks Jacke. Aber die Ergebnisse aus dem Wagen stehen noch aus. Ja, du Mensch! Alter! Wir kriegen ihn! Wenn wir ihm den Mord an Cellik und Petschek nachgewiesen haben, da hat er nichts mehr zu verlieren, du. Er gibt da auf. Und wir kriegen alles raus über seine Hintermänner. Horst! Wir wissen bis jetzt nur, dass Celliks an Bord war. Nee, nee, so nicht. Nur mal Butter bei die Fische. Was ist denn los jetzt? Laufen wir aus oder laufen wir nicht aus oder... Am besten du läufst zum Arbeitsamt und suchst dir einen neuen Job. Was ist? Die ihm zu verdanken. Herr Schimanski, so geht es nicht. So kann ich nicht arbeiten. Ich brauche das Fahrzeug bei mir in der Halle. Was ist das? Sie müssen sich das vorstellen. Ja, haben Sie denn nichts rausgekriegt? Doch. Ich habe die Analyse gemacht, soweit mir das unter diesen Umständen möglich war. Ja, ja, ja. Nun, hat er die Leiche im Wagen transportiert, ja oder nein? Sicher. Die Blutspuren auf dem Rücksitz stammen eindeutig von Celik. Na endlich. Sie müssen sich das vorstellen. Im Wagen sind Blutspuren von Mehmet Celik. Dinger, ich nehme Sie jetzt fest. Wegen Mordverdacht an Heinz Petschek und Mehmet Celliks. Führen ins Präsidium. Das ist doch lächerlich. Los, kommen Sie. Fassen Sie mich nicht an, Mann. Sie mache ich klein. Ganz klein. Wir werden uns in aller Ruhe darüber unterhalten. Herr Wittinger. Sie werden jetzt so vernünftig... Celik! Das gebe ich ja zu. Was sollte ich denn machen, als er plötzlich vor mir stand? Ich hatte Ali Engin im Nacken. Und hinter dem stehen noch ganz andere Leute. Wer sind eigentlich diese Leute? Die kenne ich nicht. Ich hatte nur mit Ali zu tun. Das hat mir gereicht. Er ist nicht zimperlich. Hör auf zu spinnen! Du hast Celik umgebracht und zu Celik gehört Petschek. Wieso denn? Was wollen Sie mit Petschek? Petschek war mein Steuermann. Petschek hat mit Celik zusammengearbeitet. Also hat dich Petschek genauso gestört. Hat er vielleicht meine Frau gevögelt oder was? Bitte nicht den Ton, ja? Schimanski, da verrennst du dich. Ja, sag ich doch. Sie halten Ihren Mund, kommen Sie. Komm, Tanner, hör auf. Bitte hör jetzt auf. Lass mich in Ruhe, du nervst mich. Erst denken, dann handeln. Ja. Erst die Arbeit, dann die Sprüche. Herr Oberlehrer. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Herr Kommissar? Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, das ist Ihre Privatangelegenheit. Gehen Sie zum Jugendamt oder sonst irgendwo hin. Aber lassen Sie mich damit in Ruhe. Mein Mann hat's getan. Mein Mann hat den Petschek umgebracht.
Der Heinz hat ihm eine reingehauen, als er ihn aufheben wollte. Naja, der Petschek, der lag am Rand vom Kai. Naja, so ziemlich nah am Rand. Ich habe gesehen, wie der Popinka den Petschek zusammengeschlagen hat. Ich bin spazieren gegangen an dem Abend. Die Kinder, die waren schon im Bett. Jammerlappen, hat er zu meinem Mann gesagt. Der wollte ihm doch nur helfen, wieder aufzustehen. Der lag schon am Kai draußen und der wäre ins Wasser gefallen und da hat er... Das habe ich doch schon gesagt. Ja, häng dich doch auf, du Jammerlappen, hat er mich angeschrien. Und du bist doch an deiner Elend selber schuld. Und ich soll meiner Frau endlich die Kinder wiedergeben. Und dann hast du zu mir gesagt, dass der Petschek dir eine reingehauen hat. Ja. Der hat mir dann eine reingehauen, ich bin hingefallen. Und da lag dann das Messer. Ja, und dann... Ja, dann... Und dann hast du zugestochen? Ja, dann... Dann habe ich zugestochen. Alter, du kommst ja los, ist gut, ja? Auf dem Messer waren noch gar keine Fingerabdrücke. Es war kalt. Ich hatte Handschuhe. Übernimmst du das? Herr Losse? Ja? Ich nehme Sie jetzt fest. Ja? Kommen Sie bitte.